Wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute ein Konzept betrachten, bei dem wir Typen neu definieren wollen, also deklarieren, müssen wir sagen, deklarieren wollen. Und zwar gehen wir da jetzt nicht wirklich was Neues erzeugen, wenn wir einen solchen Typ deklarieren, aber wir geben ihm einen Namen, gell? Also, ja, in der Geschichte haben wir ja einen solchen gehabt, gell? Also, der hat in Südtirol viele Namen vergeben, gell? Gell? Und ja, das ist der Ptolemäi gewesen, gell? Und der Ptolemäi in der Programmierung, in der C-Programmierung, das ist der TypeDef, gell? Also, der TypeDef, der vergibt neue Namen für Typen, gell? Und ja, das ist, mag jetzt mal so unsinnig sein, gell? Wo man sagt, ja, warum soll man da neue Namen vergeben, gell? Aber das kann dann auch mal praktisch sein, gell? Und das wollen wir jetzt anschauen. Und zwar, wie funktioniert das? Das gibt es ein Schlüsselwort, TypeDef, gell? TypeDef, da geht man zuerst den Typ hinschreiben, den wir schon kennen oder den wir in diesem Moment eben deklarieren, gell? Und dann den neuen Namen, gell? Also Typ, alter Name, neuer Name, gell? Oder bestehender Typ, den wir in diesem Moment hier eben deklarieren, gell? Zum Beispiel TypeDef machen wir aus einem Integer einen myInt, gell? Also, damit haben wir in diesem Augenblick einen Typ deklariert. Dieser Typ heißt myInt, gell? Und was ist das? Das ist eigentlich ein Integer, gell? Ja, das klingt jetzt sinnlos, gell? Gell, funktioniert. Ich kann damit jetzt dann auch Variablen definieren. Kann dann sagen, aha, ich habe die zwei Variablen a und b vom Typ myInt, gell? Also, ja, das sieht jetzt so komisch aus, gell? Aber das Interessante, wenn ich das jetzt so mache, dann könnte ich da vorbeugen und in Zukunft, wenn ich das in einer zentralen Stelle mache, also in einer Header, die ich vielleicht in meinem Projekt überall inkludiere, dann könnte ich überall myInt verwenden und wenn ich in Zukunft aus dem Int zum Beispiel einen Long machen möchte oder so, gell, dann kann ich das durchführen, gell. Also es würde dann eine bestimmte Flexibilität hier eingeführt werden, die dazu führt, dass wir ein portableres System dann haben, eine portablere Software, gell. Und das ist auch im Unix-Bereich in den letzten Jahrzehnten forciert worden, während man früher sehr oft ein Int irgendwo als Exit-Code gehabt hat, gell, oder ein, ja, oder ein Char oder so, gell, so hat man heute sehr oft zum Beispiel ein, ja, MySize oder irgendetwas, gell, oder ein SizeD oder so, gell, und das als Typ und, ja, und dahinter steckt dann auch ein Integer oder ein shorter, kurzer Integer oder so, gell. Also, das Konzept, dass wir die Dinge, den Dingen einen Namen geben und dahinter steckt dann was anderes, was wir schon kennen oder was wir in diesem Augenblick dann zusammenbauen, gell? Mhm. Ja, interessanter. Interessanter ist es, wenn wir komplexe oder zusammengesetzte Datentypen haben. Gell? Wenn wir komplexe oder zusammengesetzte Datentypen haben, dann ist sehr fein, wenn wir diese komplexen oder zusammengesetzten Datentypen deklarieren können und ihnen dann einen Namen geben können, gell? Das ist ja die Struktur aus unserem Beispiel, gell, von letzten Mal. Und wenn wir hier vorher ein TypeDef setzen, dann können wir nachher dem Typ einen Namen geben, gell? Also dann könnten wir sagen, aha, die Struktur ist das, gell? Ich habe das Konzept, dass ich der Struktur den Namen geben kann. Keine Variable, das ist ja eine Struktur, also eine Deklaration, eine Beschreibung, gell? Und ich kann dann sagen, ja, aber jetzt definieren wir einen Namen des Typs und das nennen wir bla t zum Beispiel, gell? Und ja, jetzt seht ihr auch, also letztes Mal haben
ja wenig gefragt dann, was ist denn das bla-s, gell? Also damit ich das dann nicht irgendwie durcheinander bringe, gell, schreibe ich ganz gerne, also bei der Struktur ein Unterstrich s dazu, gell, beim Typ ein Unterstrich d, gell, dann weiß ich, aha, das ist auf jeden Fall ein Typ, gell, und das ist dann eine Struktur, gell. Okay. Ja, wie kann ich das verwenden? Jetzt kann ich eine Variable erstellen, gell, kann sagen, aha, bla d, das ist ja ein Typ, gell, und was mache ich? Ich mache ein a, b, c und d, gell. Ich habe jetzt vier Strukturen gemacht, gell, und das ist eigentlich ganz fein, dann kann ich überall dort, wo ich das dann verwenden will, einfach diesen Namen bla d hinschreiben, gell. Ja, das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ah ja, noch ganz wichtig. Wo wird das typischerweise gemacht? Wo wird das hingeschrieben? Gell? Also, wenn ich jetzt diese Struktur in meinem Modul privat verwenden will, gell, dann schreibe ich es typischerweise in mein Modul. Gell? Wenn ich diese Struktur, den Typ dieser Struktur auch in anderen Modulen verwenden will, dann schreibe ich es in eine Header. Gell? Also das ist eine Deklaration, gell? Ein Typ ist ja speicherlos, gell? Den gibt es in der Ausführung dann nicht. Gell? Also das ist nur etwas für uns Programmierer dann. Gell? Also das darf ich in eine Header schreiben. Und diese Header kann ich dann überall dort, wo ich Blatt D brauche, dann inkludieren. Gell? Und ja. Das ist dann, gell, also das, was wir in C haben, gell, also in C++ wurden dann diese Namespaces eingeführt, gell, da kann man dann auch noch ein bisschen, ja, das sehr verfeinern, das Konzept, wo sind welche Bezeichner bekannt und so, gell, also das ist eine feine Sache. In C müssen wir immer aufpassen dann, gell, wenn wir in verschiedenen Modulen sind und so, da dürfen wir, ja, da haben wir oft Probleme mit gleichnamigen Dingen, gell. Ja, dann wollen wir mal bei unserer Struktur von der letzten Stunde starten. Gell? Also das ist die Datei. Gell? Was habe ich hier? Ja, nichts anderes noch. Gell? Und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben hier ganz frech die Struktur in die Main geschrieben, gell? Pfui Teufel, würde man sagen, gell? Das ist nicht schön, gell? Und wenn wir jetzt diese Struktur jetzt wirklich auch zur Verfügung stellen möchten als Typ für andere, dann sind wir unbedingt gezwungen, auch eine Header zu schreiben, gell? Ja, also dann machen wir mal Folgendes: Wir kopieren das mal, gell? Also diese Deklaration, gell? Und dann erstellen wir eine Header, gell? Ja. Wie nennen wir sie ja? Strukt.h. Bah, klingt nicht gut, gell? Also machen wir da, ja, machen wir mystrukt.h, gell? Okay, jo. Als Beispiel geht's. Also was müssen wir da machen? Hier müssen wir diese bedingte Kompilierung schreiben. If not define unterstrich unterstrich Druckt unterstrich h unterstrich unterstrich y y b, gell? Dann machen wir was? Also wir definieren das, gell? Hier kommt dann unsere Deklaration hinein und zum Schluss ein end if, gell? So, und hier kommt das hinein. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen einen Typ erstellen, haben wir gesagt, gell? Ja, dann gehen wir mal her und was kommt denn da voraus? Voraus kommt ein Type Def, gell? Jo, der eine oder andere würde das jetzt noch ein bisschen einrücken da vielleicht, gell? So, und am Ende kommt was? Am Ende kommt dann der Name des Typs. Gell? Also, boah, was immer gesagt, bla unterstrich d, gell? Ja, sagt zwar nichts aus, bla, gell? Ist kein guter Name, gell? Aber die Struktur ist auch nicht besonders sinnvoll, gell? Also wollen wir hier ja, jetzt in diesen Typ dann auch einfach so heißen, gell? So, also das ist jetzt der Typ, gell? Also Name des Typs. Während also bla s
Name der Struktur ist, ist Platte Name des Typs. So, und jetzt wollen wir auch was machen. Wir wollten jetzt drüben die Definition der Variablen dann entsprechend machen. Dafür müssen wir zuerst mal die Header inkludieren, also include mystruct.h. So, und jetzt, ja, das muss alles weg, gell? Okay, also weg damit, damit, so, und da wollen wir jetzt Bla-D verwenden, gell? Okay. D Dollar, okay, weg damit. Ja, wir könnten das auch zusammen machen. Okay, also kommt das da auch weg. Bla-D, B1, B2 und so weiter, bis B4. Mhm. Dann löschen wir das da. Okay. So. Ja, also Platte ist ein Typ. Und wir erzeugen 4 Variablen. Gell? Mhm. Okay. Und ja, B1 wird auch initialisiert. Das stimmt. Gell? Und jetzt müsste das hier eigentlich funktionieren. Gell? Make. Oh, make geht nicht. Holen wir uns die alte Make-Datei. Gell? Copy von Struct war das. Make-File hierher. Mhm. Und jetzt wollen wir das Make-File da ein bisschen editieren. Also unser neues Strukt mit Typ, gell? Ja, Strukt. Ja, wollen wir es anders nennen, damit es anders heißt. Also Strukt D aus Strukt C. Und wenn sich da die Header-Datei verändert, dann müssen wir neu kompilieren, gell? Also mystruct.h muss mit in die Abhängigkeit, gell? Also die Regel vervollständigen wir dann durch diesen Befehl, der ausgeführt wird, gell? Also der Name hat sich geändert, gell? Unterstrich D mit dem Typ, gell? Falsch. So, Unterstrich D. Ja, schauen wir mal. Make. So, wir haben jetzt Struct D scheitert. Woran? MyStruct-Datei der Verzeichnis nicht gefunden. Wie heißt es? Also. Ah, geil, sehr richtig. Und zwar, wir haben ja selbst das geschrieben. Das liegt nicht in den System. Verzeichnissen, nicht unter OSR include, sondern das liegt hier bei uns in unserem Verzeichnis, also relativ zu unserem C-Code, gell? Okay, so. Make. Jetzt voll. Keine Meldung ist eine gute Meldung. Gehen wir schauen. Struct-D existiert und es passiert dasselbe wie letztes Mal, gell? Und wir könnten jetzt auch unsere schöne Struktur, die wir programmiert haben, also in mystruct.h, gell, die könnten wir dann auch in anderen Modulen verwenden. Gell. Also immer dort, wo wir also arbeitsteilig arbeiten, gell, und verschiedene Module für die Software haben, gell, ist unbedingt notwendig, dass man also gemeinsame Typen in Headers schreibt, gell, und gleichzeitig hilft es dann auch, wenn man Code ja, vielleicht wiederverwenden muss, gell. Also wir haben gesagt, vor 50 Jahren, gell, oder fast 50 Jahren, gell, haben die, die Entwickler von Unix, gell, die Portabilität des Betriebssystems an oberster Stelle geschrieben und genau solche Konzepte haben dabei geholfen, gell? Ja, das wollen wir dann machen, gell? Wir haben letztes Mal das mit Vektoren gemacht, jetzt wollen wir das mit Vektoren dann mit TypeDef schöner dann anpassen, gell? Gute Arbeit!